Willkommen zurück. So, das ganze Spiel hat mein PC gecrashed. Also ich habe alles, was ging, aktualisiert. Aber keine Ahnung, ob es jetzt richtig funktioniert. CPU-Auslastung liegt bei 1-2% nur. Mal gucken, woran das lag jetzt. Oder ob wir das immer noch haben. Also bis wir das Raumschiff bekommen und ins All mehr oder weniger fliegen. Habe ich schon mal gesehen, aber weiter weiß ich dann auch nicht. Frei bewegen können wir uns wohl nur in den Städten. Also Open World. Naja, mehr oder weniger ist es nicht. Von den 1000 Planeten sind 900 nur für Crafting. Also grinden bis zum Abwinken. Ich hoffe, das kann man umgehen. Und muss man nur machen, wenn man auch möchte. Und die Planeten, auf die wir können, landen tut das Schiff selber. Und die Gebäude, in die wir rein müssen, ein paar Leute abknallen, sind alles instanziert. Also wird geladen. Wenn sie es noch nicht geändert haben, können wir immer reingehen, sie töten, rausgehen. Beim Reingehen lädt er neu und wir können neu looten. Aber auch nur sinnvoll, wenn sie irgendwas Gutes dabei haben. Scheiße, wie sind wir hier drin? Das habe ich vergessen, wie war denn das? Mit dem Mausrad. Tab-Helm. Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Geil, Tab ist noch gesperrt. Dieser Entdecker-Trupp? Ich dachte, die wären Loser. Jo, es fragt immer noch wie Sau. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Also konstant 60 FPS, 2% Auslastung, keine Ahnung, was das soll. Ja, kann ich jetzt endlich Tab drücken? Geht doch. Also das Menü ist für den Arsch. Hier können wir dann Sternkarte angucken und alles. So, auf dem Planeten sind wir. Können wir hier einfach, je nachdem wo wir hin sollen. Ja, Schnellreisen jetzt nicht möglich, ist schon klar, wir haben auch kein Schiff. Können wir schnell reisen. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Jetzt lass uns hier raus. Oh, los, wir haben einen Helm auf, du Alte. Jetzt der Ton, also das, keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, woran das liegt, gerne in die Kommentare. So, wieder aus. Also das mit dem Menü, sag mal. Du musst auf die einzelnen Sachen gehen, B drücken und dann hier kannst du zumindest halbwegs schnell dann, wenn es ausgerüstet ist. So, jetzt können wir Q. Dann könnten wir mit der Maus oder einfach so. Mal gucken, was, wenn wir 1 drücken. Cool. Nimmst du die Waffe nicht in die Hand. Also muss echt Q und dann 1 drücken. Und wir haben sie immer noch nicht in der Hand. Ah, jetzt haben wir sie in der Hand. So, der labert uns jetzt Kante ins Bein und warum auch immer schenkt er uns sein Schiff. Und je nachdem, keine Ahnung, ob das immer passiert, tauchen dann Piraten auf. Oder nur je nachdem, was wir ausgewählt haben bei der Charaktererstellung.
Normal gehen kann unser Charakter aber auch nicht, ne? Der läuft immer. Wir brauchen unbedingt Munition. Und dass wir auch Masse haben, die wir nur tragen können. Oh, ist beschäftigt. Mal, können wir hier eigentlich in den Kopf schießen? Weil können wir nicht. Also rechte Maustaste ist ein bisschen Zoom zum Zielen. Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja, und alles lief cool. Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi. Ups. Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Okay, was ist jetzt kaputt? Ehrlich, Cowboy? Warst du auf einem Trip, ja? Ja, kann man so nennen. Ich glaube, mir keine Kante als Bein jetzt hier. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. So. Haben wir jetzt die Waffe weggelegt? Alter. Hält die Piraten ab, ja, ja. Wir brauchen erstmal Munition. Jetzt mal beim Gelaber überspringen. Boah, ja, so macht das Spiel mal gar keinen Spaß, ne? Ja, steigen die mal langsam aus. Geil, keine Munition mehr. Wir haben doch noch welche. Ja, Alter. Wir können nicht mal vernünftig zielen. Das sagt so doll das Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ja, Das Spiel will mich doch verarschen. Bitte jetzt mal drauf gehen. So, es liegt hier ein Cutter. Rettungsaxt. Noch eine Axt. Ich kann den ganzen Scheiß auch irgendwo verkaufen. Der hier noch. Ja, den Anzug dabei. Wieso Medipacks? Aber gib mir auf den Sack, Alter. Das ist Medipacks. Mann. Medipack, Cutter, Schenk. So. Der hier so. Ja, einfach mal alles mitnehmen. Drücke 0 um Medipack zu. Und 0 ist ja gar nicht weit weg. So. Erstmal alles mitnehmen. Vielleicht können wir was zerlegen, zu Geld machen, keine Ahnung. So, wir haben ja auch eine Waffe neu. So, was haben wir denn?
Ein Maschinengewehr. Super logisch, 300 Jahre in der Zukunft. Ja, komm, wir nehmen mal die Axt. Die legen wir mal auf 3. Messer. Mahlstrom modifiziert. Also ein größeres Magazin. Gut, dann packen wir die auf 2. Warte, den Anzug haben wir auch bekommen, ne? Piratenanzug. Ja, der ist aber noch nicht so gut. Ressourcen, sonstiges. Rucksack. Okay. So, schenk uns dein Schiff, dann können wir hier weg. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Geil. Er kann zaubern. Also er ist neu laden. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Es ist nicht nur nicht synchron, es kommt auch noch viel zu spät. Dann hast du die Vision. Du kommst mit mir. Ja, Runter von dem scheiß Mond, nicht die Welt das. Oh nein. Oh. Wie wär's, als er diesen Felsen. Fein. Ja, bla. Wie ist es nicht mein Job? Kapierst du das nicht? Geh einfach. Ja, bla. Vasco! Indigo. Ach. Oh, jetzt lass mich auf das Schiff. Ja, krass, eine Uhr. Sehen wir, wie viel Sauerstoff wir haben. Geil. Hab, wenn du Gespräch beenden willst. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff. Bleibt er mir jetzt. Wir müssen den ganzen Scheiß gar nicht auswählen. So, erstmal eine vernünftige Ansicht machen hier. Kann man gar nicht. So, steigen. Jetzt werden wir von Piraten im Weltraum angegriffen. Die Steuerung von dem dämlichen Schiff ist für den Arsch. Und er erklärt, während du angegriffen wirst, die Steuerung. Ist natürlich super geil. Ja, Captain. Ja, wir können das fliegen. So. Jetzt kommen wir nicht in das. Alte Space, ja, will ich nicht. Geil. Wir können X nicht drücken. Ja. Also wir müssen einmal Probe fliegen. Schilde sind offline. Eine Ladesequenz, die wir nicht wegdrücken können. Jetzt ein Weltraumspiel und wir dürfen nicht selber starten, ey. So, Laser, G ist Rakete, Maus ballistisch. Ja, So, links Shift. Aha. So. Wo ist unsere erste Mission? Guck mal, da ist noch irgendwas. Feindliche Aktivität. Haben wir nicht irgendwie eine Fraktion Freestyle Kollektiv?
So. Strotter nicht Anlage. Das Schnellreise was? Nicht möglich. Nicht verfügbar. Cool. Also wir müssen das jetzt hier erst machen. Alt gedrückt, haha, das war alt und ich hab. Kannst du mal sehen. So, Schilde. Ups. Gravitation. Ja, nimm mal einen bei Laser weg. Ballistisch einen weg. So. Also Alt gedrückt halten, dann kannst du links unten durchschalten. Energie hinzuführen oder wegnehmen. Wie wählen wir denn die an? So, kommen aber noch ein paar Schiffe. Und wir können hier so Scheiße einsammeln. Du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nach. Wie der Roboter labert, ne? Scheiße, dran vorbeigeflogen. Die Steuerung ist gar nicht so einfach. Bei dem Fliegen. Oh nee. Nee, ich will nicht zur Karte, ich will es einsammeln. Es springen zwei weitere Geht doch. Na, verlassen F. Wir wurden von einer Rakete erfasst. Boah, wie kann man vernünftig anvisieren?
Hätte das Ding einem ruhig erklären können, ne? Wahrscheinlich hat es das ganz kurz rechts oben. Ja, mal drauf, verdammte Scheiße. So. Sehr langwierig. Knapp daneben. Alles noch dran. Das ist nicht vorbei. Das Ausmaß Ihrer Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch Ihre unoffen. Nein, bin ich jetzt. Alles nehmen, ja. Ja, nimm das doch. Kann nicht wahr sein. So, wo ist das Versteck? Ja, lass mich das doch anwählen, Herrgott. Also, da sollen wir hin. Gott, wieso hat er denn... Ich hab doch extra das scheiß Ding angeklickt. Wieso landet der da nicht? Landen, ja, ach. Mal ernsthaft, wir müssen erst hinfliegen und dann nochmal öffnen, um zu landen. Super. So. Da sind jetzt ein paar Piraten. Und da ist dieselbe Mission ist wie bei allen anderen. Steht auf dem Dach der Kapitän. Mal gucken. Vielleicht können wir von außen abknallen. Brauchen wir gar nicht reingehen. Ja, ja, ja. So, ja, wir können auch scannen wie in No Man's Sky. Können wir auch lassen. Oh, nee. So. Für den Scanner. Gott, bleibt er nicht in einer Tür stehen, Alter. Ja, nein, so. Ah, sehen wir von hier natürlich nicht. So. Wenn wir überladen sind, verbrauchen wir natürlich auch.
Unmengen an Sauerstoff. Geil, der rendert die bis hier hinten nicht, oder was? Ja, hier der Schwachsinnsroboter. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Shit. Sie sind oft skrupellos. Wollen wir da irgendwie anders hin? Nein, wir müssen ernsthaft reingehen. Hm. Reicht das für das Spiel, wenn wir reingehen, es damit triggern und wieder rausgehen? Durchs ganze Gebäude laufen, nur um aufs Dach zu kommen. Das soll auch nicht sein. So, machen wir Tür auf. Ja, was soll denn das jetzt schon wieder? Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Boah, Alter, hak doch nicht in einer Tour. Also durchlaufen, alle abknallen, gut ist. Ah, Herrgott, geh doch da mal durch. Oh, ich höre schon welche. Da. Cool. Alter, ich höre nicht mal, wie wir schießen. So, mal Medipack, cool haben wir. So. Einen müssen wir, glaube ich, noch hören. Jetzt. So, danke. Hm? Ah, tu mal guck. Wir haben keine Munition mehr. Geil, wir können da durchschießen, gut. Alter, wo unser scheiß Roboter hinschießt, ist auch eine Frage, ne? So, den haben wir gelootet. Den auch. Geil. Keine Munition mehr. Geil, würden deren Treibstofftanks auf dem Rücken nicht jedes Mal explodieren, ne? Haben wir noch für irgendwas Munition? Also kriegst bei jedem eine Waffe, aber Munition nicht, oder wie? Ja, jetzt kann ich... Oh, Alter, ne?
Repetitor, 6,5 brauchen wir dafür. Hm, was denn? Also, 7,7 hätten wir viele. Was war das für eine Waffe? Die hier, okay. Oder die hier. Grendel, haben wir noch einmal, ne? So. Werden wir noch schnell machen hier die Mission. So gesehen die erste. Warte mal, hier ist aber irgendwie falsch. Ah, er geht aufs Dach. Verrat's mir. Wow, als wüsste ich's nicht. Unterstützungsfeuer. Wow. Hat mehr was von Doom, ey. Ja, geil, Alter. Immer stehen bleiben. Schießt doch noch eine halbe Stunde. Ja, mal im Ernst. Wo ist eigentlich unser Schwachsinnsroboter, der uns helfen soll? Sauwitsch, warte mal. Bin ich überhaupt blank? Ah, ja. Oh, ein Alien. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt geht da so viel Munition bei drauf. Hier, Roboter-Scheißhaufen, komm mal her. Entsperren, ja, okay. Also. Okay. Ja, geil. Geht nicht. Und rückgängig geht auch nicht. Oh. Ja, hier rückgängig. 0R geht nicht. Leck mich. Scheiß drauf. Weil er da jetzt damit nicht die Zeit, ey. Eine Kiste soll er sie öffnen können zum Looten. Und sonst brauchen sie keine Kisten einbauen. Komm noch, indem ich das Medikit. Ah. Natürlich liegt hier Medikit, war ja klar. Rotflinte. Und dafür auch Munition. Patrone hüllenlos. Reißig Stück. Könnten wir den ja vielleicht mal Rotflinte abknallen. Warte mal, können wir die auch auf 4 legen? Oh, cool. Können die auch auf 4 legen?
Es sind gar nicht nur drei Waffen. Also ich habe aufs rote Fass geschossen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Was? Du drehst mir den Rücken? Ja, geil. Jetzt, jetzt ist das rote Fass weg. Was? Ich sehe nichts. Schaden erlitten. Ach nee, ey. Boah, Alter, es hakt so doll, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir gerade schießen oder nachladen. Hab ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Doch auf, ja, Alter. Okay. Das Rotgewehr ist für den Arsch. Naja, könnt ihr jetzt mal. Aha. Irgendwas Lilanes haben wir bekommen. Drücke F, um den Scanner zu öffnen. Reise schnell zu deinem Schiff. Okay. F. Ja, Alter, ich will zu meinem Schiff, du. Was ist das Schiff? Unbekannt. Da. Ey, wieso? Pirat. Fotomodus, Oberfläche. Kehre zum Schiff zurück. Echt, müssen wir da jetzt hinlaufen? Reise schnell zu deinem Schiff. Drücke F für den Scanner. Ey, ja, da ist unser Schiff. Schön. Und wie kommen wir? Suche nach dem Kartensymbol deines Schiffs. Drücke dann darüber E. Ja, geht auch nicht. Das ist doch unser Schiff. Kartensymbol deines Schiffs, drücke dann darüber E. Ja, ich drücke E. Lass mich doch verarschen jetzt hier. Was denn jetzt? Oh, geil, durch den Fußboden geglitscht. Ich stehe natürlich neben dem Explosionsfass. In die. Ah, da rechts oben stand eben was. Du trägst so viel, du kannst daher nicht. Irgendein Scheiß. Ey, Alter, dann lauf mal zu Fuß, mal im Ernst. Ja, los, spring da jetzt runter. Die menschliche Bereitschaft, sich unnötigen Risiken auszusetzen, werde ich. Also, man könnte wohl schnell zu seinem Schiff, wenn man nicht so viel dabei hätte. Mit der Masse, das ist doch für den Arsch. Ja, ich dürfte knapp. Boah, ich lauf da hoch, verdammt. Wenn ich wüsste, wie wir nicht laufen, ne? Ich denke jedes Mal anzulaufen, sobald ich losgehe. Naja. Alter, da hat irgendwas auf mich geschossen. Hier ist irgendwo ein Vieh. A zum Beispiel. So. Echt eine Schwachsinnsmission. Also das Inventar ist ein leichter Haufen Müll. Mit der Masse geht mal gar nicht. Das haben andere Spieler auch, aber mal im Ernst, ne? Kacke, ich hätte direkt R drücken können.
Höre direkt aus dem Missionsmenü heraus eine Schnellreise durch. Alter, wir haben doch Missionen irgendwo. Wo denn? Gesundheit? Schiff? Wähle im unteren Abschnitt Mission. Das kleine Ding hier. Das sieht doch kein Mensch, ey. Drücke R, um automatisch einen Kurs zu deinem nächsten Ziel zu setzen. Ey, jetzt wisst ihr, was da steht, du Haufen Scheiße. Mach diese Infokacke weg, Alter. Ist das eine Hauptmission? Ja, also hier, das hier müssen wir wohl als nächstes machen. So, das machen wir dann nächste Folge, falls wir noch weiterspielen. Weil bis jetzt ist das einfach nur Gehake. Keine Ahnung, was das soll. Wahrscheinlich auch nicht besser, wenn wir so spielen, oder? Aber ich geht der die Waffe auf der rechten Seite. So spiele ich im Leben nicht. Das kannst du mal knicken. Also entweder so oder gar nicht. Gut. Icon nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich bei einem anderen Spiel. Bis dann.